Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zur neuen Sony Alpha 9 Mark III. Die A9 III ist ja die erste, ich sag mal, kompakte Systemkamera, welche ein Global Shutter bietet, und das wollte ich mir natürlich mal anschauen. Ein Dank geht hier wieder an fotoprofi.de, die mir die Kamera mit Objektiv zur Verfügung gestellt haben. Wie gesagt, die Kamera ist ja super interessant wegen des Global Shutters. Sie ist einfach super schnell. Ich wollte mir das angucken, und als erstes kommen wir mal so ein bisschen zum Body. Sony hat den Body ein bisschen überarbeitet. Ihr habt hier jetzt ein kleines bisschen dickeren Griff. Die Kamera liegt einfach jetzt noch besser in der Hand. Das war bei der A7 R5 schon so, dass die sehr gut in der Hand lag. Da hat sich immer wieder ein bisschen mehr getan. Hier wurde das Ganze jetzt mehr oder weniger vollendet, sag ich mal. Also da kann man nicht sagen, klar, es ist vielleicht noch nicht so ganz auf dem Niveau von Canon oder Nikon. Die haben einfach noch ein bisschen eine andere Form, die ein bisschen mehr so ein Handschmeichler ist. Aber wie gesagt, ich kann hiermit voll arbeiten. Da gibt es null Probleme. Guter Job, was sie da gemacht haben. Und auch an der A9 III gibt es natürlich sehr viele Bedienelemente, welche ihr euch hin konfigurieren könnt, wie ihr möchtet. Ihr habt hier also von C1 bis C5 und hier hinten noch weitere Knöpfe. Die könnt ihr euch belegen, wie ihr wollt. Wichtig ist der C5-Button, der, beziehungsweise, ja, den könnt ihr ja auch konfigurieren, aber standardmäßig ist der einfach auf diese schnelle Bildreihenfolge gelegt. Also wenn ihr den drückt und auslöst, habt ihr die vollen 120 Bilder in der Sekunde. Und das ist schon wirklich sehr ordentlich. Ansonsten bekommt ihr mit der Kamera den großen Sucher, also mit der vollen Auflösung, welchen Sony gerade zu bieten hat. Neu bei dem Sucher ist, ihr habt jetzt eine Bildwiederholrate und eine hohe Qualität, was ihr kombinieren könnt. Das war vorher ja so nicht möglich, da hat er immer so ein bisschen die Qualität runtergeschraubt. Das ist hier jetzt nicht mehr der Fall, also beim Sucher 1A Top Arbeit. Das Display hinten wurde von der A7 R5 übernommen. Und da habt ihr jetzt den komplett neuen, ja, ich sag mal, Anbindung, Verschluss, Display, Scharnier, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ihr habt einen Flipscreen, ihr könnt das Ganze aber auch klappen. Ihr könnt das Ganze für Hochformat dann eben so ausklappen. Es ist also wirklich alles geboten. Und das ist so ziemlich der beste Bildschirm, beziehungsweise die beste Bildschirmanbindung, welche ihr gerade bei einer Kamera haben könnt. Und das ist natürlich toll, dass der auch hier übernommen wurde. Und man kann eigentlich nicht mehr sagen, als auch hier ein guter Job gemacht. Akkulaufzeit, klar, auch super. Der FZ100 Akku wurde ja schon häufiger in anderen Kameras verwendet, macht dort einen guten Job, und auch hier in der Kamera macht er einen sehr guten Job. Also ich bin locker mit einem Akku über den Tag gekommen. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, der Global Shutter braucht da vielleicht ein bisschen mehr Saft, aber das war jetzt so gar nicht der Fall. Es ist einfach toll, der FZ100 macht auch hier eine tolle Arbeit. Aber das interessiert euch ja wahrscheinlich alles gar nicht. Ihr könnt euch das Ganze alles nachlesen und so weiter. Ihr seht ja, was geändert wurde. Euch interessiert doch sicherlich die Performance von der Kamera, und da kommen wir jetzt dazu. Kommen wir erstmal zur Autofokus-Performance. Sony ist ja bekannt dafür, dass sie einen relativ guten Autofokus haben. Also zusammen mit Canon würde ich sogar sagen, das sind die besten Autofokus-Module, Einstellungen, wie auch immer, was ihr in der Kamera bekommen könnt. Und auch der Autofokus hier an der Kamera ist natürlich sehr gut und macht einen richtig tollen Eindruck. Sony ist ja bekannt dafür, dass sie einen guten Autofokus haben, also ein gutes Autofokus-System. Und gerade bei der A9 und auch der A1 war das ja immer so, dass man sich darauf verlassen konnte, und das ist auch hier der Fall. Gerade die Motiverkennung bei Menschen und Tieren, wie zum Beispiel Katzen und Hunden, ist 1A und das Tracking super sauber. Was mir aufgefallen ist bei Vögeln, da ist ein bisschen so das Problem, wenn der Vogel noch relativ klein im Bild ist, dann, ja, erkennt die Kamera das Ganze nicht so richtig. Ich zeige euch hier gerade mal ein Beispiel. Der Vogel sitzt da im Geäst, und ich weiß nicht, ob die Äste da vielleicht so den Autofokus ein bisschen ablenken. Auf jeden Fall, da zieht die Motiverkennung nicht und der Vogel wird überhaupt gar nicht erkannt. Das ist mir aber eigentlich nur bei Vögeln aufgefallen. Also wenn ihr Hunde, Katzen, sonst irgendwelche größeren Tiere fotografiert, da fällt das Ganze so nicht auf. Und auch wenn ihr einen Vogel im Bild habt, der dann schon relativ viel von der Bildfläche, ja, nutzt, dann fokussiert die Kamera, die erkennt den Vogel sofort und geht sogar direkt aufs Auge. Also so ein Zwischenschritt fehlt da irgendwie so ein bisschen zwischen, ja, kleiner Vogel ist noch ein bisschen im Geäst und der Vogel nimmt schon das Riesenbild ein. Da gibt es irgendwie so ein bisschen Problemchen. Ich habe gerade die Olympus oder OM Systems jetzt, OM1-2. Die macht es super sauber, die erkennt den Vogel auf ewig weiter Entfernung, und auch eine Nikon oder eine Canon kriegen das besser hin. Also die Motiverkennung
ist da noch so ein Punkt. Da kann man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht kommt da ja auch mal noch eine Firmware. Ein weiterer Punkt bei der Motiverkennung ist eben, ihr müsst das Motiv einstellen. Also ihr müsst einstellen, ich will jetzt einen Mensch erkennen oder ich will jetzt ein Tier erkennen oder einen Vogel. Tier und Vogel könnt ihr zwar auch kombinieren, aber auf Vogel gestellt funktioniert es dann noch ein Tick besser. Oder eben Auto und so weiter. Die Motiverkennung bieten andere Hersteller jetzt schon auf, ja, ich sag mal eine Automatik. Da gibt es eine Automatik, ihr stellt das Ganze nur noch auf Auto und die funktioniert auch zuverlässig. Das spart euch natürlich das dauernde Umschalten. Und das habe ich auch hier gemerkt. Wir waren bisschen spazieren im Park, das sind immer wieder Vögel, aber ich möchte natürlich auch meine Frau oder mein Kind fotografieren. Da muss ich natürlich dann immer umschalten und das nervt so ein bisschen. Aber abgesehen von dieser Motiverkennung, die vielleicht noch ein bisschen Arbeit brauchen könnte, ist der Autofokus einfach sehr, sehr gut. Wenn er das Motiv gepackt hat und das Ganze verfolgt, also das Tracking, dann könnt ihr euch da fast für eine 100%-Quote, über eine 100%-Quote freuen, weil das ist einfach richtig toll, wie die Kamera das Motiv verfolgt, trackt und auch wirklich jedes Bild passt. Also die Schärfe ist dann wirklich super. Sie fokussiert da richtig, wenn sie das Motiv richtig erkannt hat. Da hat sie natürlich auch wieder den Vorteil vom Global Shutter Sensor. Der liest schnell aus. Sie kann einfach richtig toll verfolgen. Also ich muss sagen, die Verfolgung ist wahrscheinlich die beste, welche ich in irgendeiner Kamera bisher getestet habe. Also das ist wirklich schon sehr toll. Und dann rede ich jetzt natürlich schon die ganze Zeit über den Global Shutter Sensor. Und ja, da möchte ich euch natürlich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar diese einfach unglaubliche Geschwindigkeit. Die Kamera schafft ja 120 Bilder in der Sekunde im RAW-Format. Mit Autofokusverfolgung und so weiter, Belichtungssteuerung. Und das ist einfach wirklich der Hammer. Man kann es eigentlich nicht anders ausdrücken. Also ihr seid da zwar begrenzt auf circa 1,5 Sekunden, wo ihr die volle Power habt, aber mehr wollt ihr auch gar nicht. Bei 120 Bildern ist das Aussortieren schon so ordentlich, da könnt ihr euch wirklich, ihr habt die Wahl von jedem Bild und eben durch den Autofokus ist da wirklich auch jedes Bild scharf. Also das passt wirklich. Der Sensor an sich, Global Shutter, ist natürlich einzigartig, weil bisher gibt es den ja so in anderen Kameras noch nicht. Und das ist wirklich ein Vorteil. Ja, es ermöglicht einfach neues Aufnehmen. Gerade in Situationen, wo es wirklich auf die Auslesegeschwindigkeit des Sensors ankommt, wie zum Beispiel ein Flügelschlag oder Rotoren von einer Drohne oder sowas, da bringt der Global Shutter euch natürlich riesige Vorteile, weil eben das komplette Bild auf einmal ausgelesen wird und ihr nie wieder irgendwelche verbogenen Schläge habt, verbogene Flügel habt oder sowas. Es ist einfach toll. Global Shutter macht hier schon einen richtig guten Eindruck. Ihr habt natürlich auch den Vorteil, ihr müsst ja nicht die 120 Bilder in der Sekunde nutzen. Ihr könnt ja auch auf 30, 60 oder sowas stellen. Das lässt sich alles konfigurieren und das ist wirklich sehr sauber. Und selbst wenn ihr die 120 Bilder voll nutzt und der Buffer dann geschrieben wird, dann habt ihr immer noch den Vorteil, wenn ein bisschen was weggeschrieben wird, dann könnt ihr direkt auch weiter Bilder machen. Ihr habt hier also keine Beschränkung, dass ihr kurz warten müsst, bis der Buffer leer geschrieben ist oder sowas. Das funktioniert wirklich super. Und gerade für Sachen, wo es wirklich auf Geschwindigkeit ankommt, Sport und so weiter, da ist die Kamera wahrscheinlich die erste Wahl. Die Geschwindigkeit an sich hängt dann aber natürlich auch vom Objektiv ab. Ich habe die ja mit ein paar verschiedenen Objektiven getestet und darunter zum Beispiel auch das 50mm 1.8. Das ist ja so, ich schätze mal, das günstigste Objektiv, was ihr für Sony kaufen könnt. Das bekommt ihr gebraucht schon unter 100 Euro. Neu kostet es, glaube ich, 150 oder irgendwie sowas. Also das ist wirklich sehr günstig. Aber auch das Objektiv funktioniert hier an der Kamera relativ gut. Es ist natürlich so, die Geschwindigkeit wird eingebremst. Ihr seid da so auf circa, ich habe es gemessen, 19, 20 Bilder in der Sekunde begrenzt. Also mehr macht die Kamera da nicht, wenn das Objektiv angelegt ist. Überraschenderweise hat das Tracking aber sehr gut funktioniert. Also das Motiv selber ist sehr gut beim Fokussieren hinterhergekommen. Ihr habt da also nicht wirklich große Einschränkungen. Ich glaube natürlich, wenn ihr jetzt was richtig Sportliches fotografiert, dann könnte es natürlich wieder bemerkbar sein. Aber für mich spielende Tochter oder laufende Katzen, 1A, da gab es überhaupt gar keine Nachteile, selbst mit dem billigsten Objektiv. Ein bisschen anders sieht es dann noch bei Drittherstellern aus. Die sind ja allgemein begrenzt. Also ich habe das Tamron 150-500 da getestet und das wird natürlich auf 15 FPS allgemein mal begrenzt. Gemessen habe ich es aber nur mit 13 FPS, also 13 Bilder pro Sekunde. Aber auch der Fokus und das Tracking funktioniert da 1A. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schade, gerade diese Drittherstellerbegrenzung mit den 15 FPS oder sogar vielleicht noch einen Tick weniger im realen Test.
Es gibt ja so ein Tamron 3550 2 bis 2,8er Lichtstärke oder auch das Sigma 70-200 und so weiter, wo ihr einfach entweder ein Objektiv bekommt, was es so noch gar nicht gibt, oder einfach ein 70-200 in günstig bekommt. Das Sigma ist ja auch sehr gut, super scharf und auch vom Fokus sehr gut. Es bringt euch nur an der Kamera halt überhaupt gar nichts, also der Global Shutter zumindest, von der Geschwindigkeit und der Bildreihenfolge her, weil ihr habt 120 FPS als Möglichkeit und seid da auf 15 FPS begrenzt. Das tut natürlich schon sehr weh. Ja, die Begrenzung, ich weiß nicht, woran es liegt, warum sie das machen. Eigentlich könnten sie es doch eigentlich aufmachen. Aber natürlich ist da dann auch die Frage, kauft jemand noch das teure 70-200 von Sony, wenn er vielleicht auch ein bisschen günstigeres Sigma oder ein Tamron 70-180 bekommen kann. Schwierig, schwierig. Gerade bei anderen Brennweiten wie es 50-1.2 oder so, wenn ihr das von Sigma nehmt, tut es natürlich schon weh, dass ihr hier an der Kamera dann nicht die vollen Möglichkeiten habt. Am 200-600 von Sony und auch hier dem 24-70 G Master 2 habt ihr die Probleme natürlich nicht. Da könnt ihr euch über die volle Bildrate freuen und auch über den vollen Autofokus, Breathing Compensation und so weiter, was es da alles so gibt. So, viel Lob für den Global Shutter Sensor. Das Ganze bringt aber auch einen kleineren, größeren Nachteil mit sich und das ist einfach die Bildqualität. Da sind die Global Shutter ja einfach dafür bekannt, dass die nicht ganz die Dynamik bieten und so weiter, dass es da noch so ein bisschen Probleme gibt und auch die Kamera ist da einfach nicht davon verschont. So ehrlich muss man da sein. Ihr bekommt unendlich Geschwindigkeit, aber von der Bildqualität her seid ihr hier vielleicht so auf dem Level APS-C-Sensor. Es ist eben so, ihr habt zum Beispiel eine Base ISO 250, also selbst eine ISO 100 ist da nicht möglich, da hat Sony auf 250 angehoben. Klar, ihr könnt das Ganze auf ISO 100 stellen, habt da aber dann auch nicht die ganze Dynamik. Bei ISO 250 sieht das Bild auch noch relativ top aus. Also ihr habt vielleicht ein ganz leichtes Grundrauschen, was jetzt natürlich nicht auf dem Level ist wie andere Vollformatkameras bei ISO 100, aber das geht noch. Also da, das fällt nicht groß auf, da müsst ihr euch einfach gar keine Gedanken machen. Anders wird es dann schon im High-ISO-Bereich. Und da ist es einfach so, ich bin bei Vollformat eigentlich ein Freund, ISO 6400 zu nutzen, 6400 oder 12800 sogar. Das geht da eigentlich ohne Probleme. Bei der Kamera sieht es ein bisschen anders aus. Da mache ich mir bei 6400 schon Gedanken, ob das nicht schon eine Stufe zu viel ist, weil da tritt schon relativ starkes Rauschen auf. Jetzt könnt ihr das natürlich auch noch so ein bisschen als Stilmittel benutzen oder ihr tut das Ganze mit der AI-Rauschunterdrückung im Lightroom ja, verbessern. Ihr habt aber trotzdem das Problem, euch fehlt da auch schon ein bisschen so die Schärfe. Und bei ISO 12800 oder hier im Bild jetzt ISO 10000 sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Ihr habt da ein schon heftiges Farbrauschen drin und das ist meiner Meinung nach, ja, entweder so auf dem APS-C-Niveau. Ich habe jetzt, wie gesagt, ja gerade die OM Systems OM 1 Mark II da und selbst die ist vom Rauschen her, ich glaube, nicht wirklich schlechter. Und wir sind hier halt im Vollformat. Und das muss man natürlich beachten, wenn man viel im Lowlight unterwegs ist oder eben eine relativ hohe ISO braucht. Ja, das ist halt ein relativ großer Nachteil vom Global Shutter. High ISO ist also wirklich kein Freund von der Kamera. Ihr könnt es auch so ein bisschen so vergleichen. Ich habe eine A7 R5 bei ISO 12800 getestet und das Bild ist super und die Kamera hatte über 60 Megapixel. Das sieht besser aus als hier 6400 auf 24 Megapixel und das muss schon ein bisschen was heißen. Mit der Base ISO 250 habt ihr dann natürlich immer so ein bisschen eine kürzere Verschlusszeit, weil die ISO eben schon ein bisschen höher gesetzt ist. Das kann Vorteile haben, das kann aber auch Nachteile haben, weil das Ganze tritt natürlich auch im Video auf. Ihr habt im Video eine Base ISO von 250, das heißt, ihr müsst da schon mit ND-Filtern arbeiten, wenn es jetzt so ein Tag ist wie hier und schon ein bisschen sonniger ist. Problematischer wird das Ganze dann noch im Log-Format. Im Log-Format ist die Base ISO dann nämlich bei ISO 2000. Und ISO 2000, das ist schon ordentlich. Also da braucht ihr schon einen relativ ordentlichen ND-Filter, um da eure Verschlusszeit auf die 180 Grad Shutter-Regel zu bekommen. Also das ist schon grenzwertig, weil ich habe einen 6 bis 9 Stop ND-Filter und bei dem Wetter mit einem relativ offenblendigen Objektiv, sag ich mal,
bekommt ihr da schon richtig ordentlich Probleme. Im normalen ISO-Bereich liefert die Kamera aber natürlich auch im Videobereich eine richtig gute Qualität ab. Hier kommt der Global Shutter natürlich auch richtig gut zur Geltung. Gerade wenn ihr irgendwelche Mitzieher macht oder eben Laternen im Bild habt, welche ihr beim Verschwenken seht, die sind einfach kerzengerade. Da verschiebt sich nichts, ihr habt einfach keinen Rolling Shutter Effekt. Und dafür ist die Kamera dann natürlich richtig gut. Auch habt ihr hier in der Kamera jetzt die neue Dynamic Active Stabilization. Das ist also noch ein erweiterter Modus von der aktiven Stabilisation und auch der funktioniert hier richtig gut. Ich denke, auch hier funktioniert die Stabilisierung einfach sehr gut mit der schnellen Auslesezeit vom Global Shutter und bringt euch da einfach noch einen Tick mehr Stabilisierung rein. Das heißt, ihr könnt zum Teil Videos machen, wo ihr euch einen Gimbal sparen könnt, weil das Ganze so gut stabilisiert wird. Das Ganze kommt natürlich mit einem kleinen Crop, macht aber, wenn ihr die passenden Brennweiten auswählt, soweit dann erstmal keine weiteren Probleme. 14 mm 1.8 mit normaler Stabilisierung, also keine dynamisch aktive Stabilisierung. Ihr seht, das Bild ist relativ weit, klar, 14 mm, das ist schon ganz ordentlich, aber ich denke, ihr werdet auch die eine oder andere Erschütterung spüren. Hier jetzt also die dynamisch aktive Stabilisierung bei 14 mm 1.8. Ihr seht, das Bild ist schon ordentlich reingekroppt, aber es dürfte auch sehr viel stabiler sein. Wie gesagt, das 14 mm 1.8 Objektiv, eingebautes Mikrofon. Ich habe hier jetzt kein Mikrofon angeschlossen, aber es geht ja auch nur um die Bewertung vom Bild. Was natürlich auch noch eine coole Funktion ist, gerade wenn man eben schnelle Aufnahmen machen will, ist die Pre-Capture-Funktion. Das heißt, schon vor dem Auslösen kann die Kamera Bilder aufnehmen. Das ist natürlich sehr toll, weil ihr einfach den passenden Moment so gut wie nicht mehr verpasst. Das wünsche ich mir für andere Kameras natürlich auch, weil es ist eben eine super Funktion. Alles in allem liefert die neue A9 III also wirklich sehr gut ab. Ihr bekommt eine richtig schnelle Kamera. Der Global Shutter ist einfach einzigartig. Es hat halt einen Preis, 7000 Euro für eine 24 Megapixel Kamera, da muss man den Global Shutter schon sehr arg mögen, um das auszugeben und sich da auch so ein bisschen in der Bildqualität zu begrenzen. Für die 7000 Euro bekommt ihr dann aber wahrscheinlich den aktuell besten Autofokus, zumindest im Tracking auf jeden Fall und auch bei der Motiverkennung, wenn es nicht gerade Vögel sind. Es geht eigentlich nicht besser zurzeit und ich bin auch gespannt, ob vielleicht noch ein Firmware-Update irgendwie was bringt bei der Motiverkennung, gerade das Vogelproblem. Ansonsten, die Kamera macht einiges richtig gut. Ob sie natürlich 7000 Euro wert sind, das müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr die Kamera habt bzw. ausprobiert, so wie ich jetzt, dann stellt sich auf jeden Fall so ein Haben-Wollen-Gefühl ein. Ich habe die Kamera in der Hand und denke mir, ja, eigentlich hätte ich schon Bock drauf. Es sind eben die 7000 Euro, wo einen wirklich drüber nachdenken lassen. Ich möchte nochmal Danke an fotoprofi.de sagen, die Filiale Ludwigsburg, die mir das möglich gemacht haben, die Kamera mal ein paar Tage zu testen. Es macht einfach sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Deswegen schaut einfach mal bei fotoprofi.de vorbei, wenn ihr Equipment braucht. Ich wollte jetzt einfach meine Gedanken mal so mitteilen und eben die paar Beispiele oder sowas zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.